Ja, wir haben Sonntag, den 29. Januar 2023. Wir befinden uns hier unterhalb des Ernstbergs zwischen Hinterweiler und Kirchweiler und auf einer Höhe von gut 660 Metern. Und es ist einfach ein Wintertraum hier. Vereiste Bäume, verschneite Bäume, 20 cm Schnee. Wunderschön. Ja, Sonntag, 29. Januar 2023. Wunderbarer Schnee- und Eisraum hier in der Eifel, oberhalb von Kirchweiler unter dem Ernstberg. Wenn ihr euch fragt, warum ich so oft das Datum erwähne, ist für mich eine kleine Stütze, wenn ich die Videos hochlade und so oder abspeichere, dass ich auch immer weiß, wann war das. Dann muss man nicht immer alles aufschreiben oder so, das kann man ja dann auch so festhalten, ist einfacher. Und ihr wisst dann auch, von wann es ist, dass ich euch hier keinen vom Pferd erzähle, sondern was Sache ist. Wie gesagt, ich bin jetzt noch mal ein bisschen rausgefahren, weil es die letzte Möglichkeit. Nächste Woche gibt es Tauwetter. Am Mittwoch soll es losgehen und morgen und übermorgen habe ich beruflich keine Zeit, für rauszufahren. Deshalb jetzt noch mal in der Abenddämmerung. Minus 3 Grad haben wir momentan. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil es wird doch relativ zügig dunkel. Warum das hier für den Wald übrigens so gut geräumt ist, liegt einfach daran, dass hier ist ein Langlauf-Skigebiet und ich befinde mich im Prinzip hier auf einer Loipe. Deshalb ist das hier auch so glatt. Aber wenn man hier neben sieht, ist man direkt im Tiefschnee. Wunderschön. Das ist einfach so unfassbar schön, weil man halt nicht so oft diese Vereisung mit dem Schnee hat. Das ist durch diese Inversionswetterlage auch auf den höheren Gebieten dann halt lange Eisnebel sich gehalten hat, ein paar Tage. Und dann auf dem Schnee dann halt nochmal so eine wunderschöne Eisschicht draufkommt. Das ist einfach ein Traum. Muss allerdings auch höllisch aufpassen, es hat ja eben auch geknackt, ne? Eisbruchgefahr, gerade bei so Fichten und Tannen, kann ganz schnell mal so ein Ast runterkommen und den will ich nicht unbedingt auf dem Kopf haben. Deshalb machen wir hier auch gleich kehrt. Und ihr seht, das hängt schon alles ziemlich tief runter und da musst du halt mit allem rechnen. So, das ist vor ein paar Jahren ist mir das mal passiert, habe ich eine Winterwanderung gemacht, oberhalb von Kopp, das ist so, ja, zwischen Gerolstein, Brüm, Bitburg, Schönecken, so die Kante. Und bin dann durch den Wald gelaufen, auch war die Vereisung, glaube ich, sogar noch ein bisschen stärker. Und dann ging das einmal knack, habe ich mich rumgedreht, nichts gesehen, dann ging es nochmal knack. Und es ist wirklich ungelogen. Vielleicht 15, 20 Meter hinter mir so eine Fichte von 30 Metern umgekracht. Da, wo ich vorher noch gelaufen bin, da habe ich auch gedacht, wenn jetzt eine halbe Minute früher gewesen wärst, dann hättest du dich erwischt. Deshalb immer mit Respekt, so schön es auch ist. Aber da bin ich froh, dass ich mir jetzt noch mal die paar Minuten Zeit geholt habe und doch noch mal rausgefahren bin.
Aber für diese Vereisung zu sehen, jetzt hier zum Beispiel, ich kann jetzt nur für die Eifel sprechen, da müsst ihr schon auf, ja, oberhalb 600 Meter. Darunter hat es ein bisschen getaut. Unterhalb von 300 Meter haben wir mittlerweile gar keinen Schnee mehr. Aber alles, was so oberhalb, ich sag mal, es fängt so an ab 500 und so richtig Winter ab 600 bis 700 Meter. Und ein Kumpel hat mir auch von der Hohen Acht, die ist 747 hoch hier in der Eifel, ein paar Bilder geschickt. Da sieht es auch klasse aus. Ich werde mal fragen, ob ich die beim nächsten Video verlinken darf. Oder vielleicht sogar einbauen. Aber wunderschön. Bisschen schade ist immer, dass unsere Region immer relativ kurz kommt. Da wird immer viel berichtet von Erzgebirge und von den Alpen und vom Schwarzwald. Dabei sind gerade auch hier die Mittelgebirge, hier auch Rheinland-Pfalz, wie Eifel, Hunsrück, Hochwald. Das sind auch tolle Mittelgebirge. Die haben auch schöne Wintersportanlagen. Und ja, kann man ruhig mal erwähnen. Ja, den Gipfel kann ich euch jetzt nicht zeigen, der liegt leider im Nebel oder in Wolken. Das wäre nochmal hier hoch. Ja. Ansonsten haben wir jetzt, wo wir jetzt hier laufen, so eine Hochfläche. Wie man eben gesehen hat, laufen immer noch Langlauf, Skifahrer hier. Abfahrt gibt es ja auch in der Nähe. In Brüm ist die Wolfsschlucht, da kann man auch Skiabfahrt machen und Rodeln und Langlauf. Und das gleiche gilt für den Schwarzen Mann. In Gontenbrett, auch bei Brüm, der hat zwei Abfahrten und Langlaufpiste und zwei Rodelbahnen. Richtig groß, lang ausgeprägt. Und natürlich auch hier in der Nähe von der Eifel ist ja auch der Hochwald. Im Prinzip auf der anderen Seite von der Mosel bei Trier geht es den Berg hoch zum Erbeskopf. Auch ein tolles Skigebiet. Also hier in der Region, das wird oft unterschätzt. So Eifel, Hunsrück. Ist ganz schön Winter.
ein letzter Schwenk zurück. Und dann hoffen wir mal im Februar, dass wir noch mal ein paar schöne Wintertage bekommen. Wir hatten ja jetzt einen zweiwöchigen Winterblock hier bei uns. Das gleiche hatten wir schon mal vor Weihnachten, hatten wir auch einen zweiwöchigen Winterblock in der Adventszeit, aber da war halt nicht so viel Schnee. Naja, gucken wir mal, was der Februar noch bringt.